Und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Final Fantasy 16. Dann wollen wir mal weitermachen. Was haben wir denn hier noch? Hauptquest, ne? Mehr nicht. Gut, dann ja. Hauptquest. Hallo! Na, in welche gottverlassene Ecke dieser Welt will Cid dich als nächstes schleppen? Tja, Weshalb? das ist. In die Hauptstadt? Ja. Was habt ausgerechnet ihr in... Nein, sag lieber nichts, ich halte mich da raus. Ja. Ich brauch doch gar nichts von ihr. Vor allem, weil alles so teuer ist, ne? Genau, da haben wir noch alles. Was ist das denn? Ah, okay. Ja, nee. Die beiden sind die einzigen, wo ich sage, okay. Du machst mich noch arm, mein Junge. Ich hoffe, du hast es passend. Okay. Oriflamme also. Die Handelsrouten von dort in Richtung Süden sind wohl doppelt so viel befahren wie sonst. Ja. Ich fürchte, da braut sich was zusammen. Etwas Dunkleres als Tarjas Keiler Gallentee. Okay. Ach, sprich am besten einfach mal mit Otto. Mache ich. Fällt mir jetzt das auf, ihre Augen sind das ist Heterochromie, ne? Mit zwei verschiedene Augen. Interessant. Also wenn ich richtig drauf geachtet habe. Otto war vorhin ziemlich laut. Er kann überhaupt nicht. Oh, und wir wollen gerade jetzt mit Ich. ihm reden. Setz dich Das gleich. ist Ich schaffe ja, dir was Leckeres an. Also ja. zieht dir das wirklich durch? Ja. Vom Zerstören der Mutterkristalle redet Cid schon, seit ich ihn kenne. Aber das ist halt nur Gerede, dachte ich. Ja. Er ist sich seiner Sache ziemlich sicher. Wir brechen bald in die Hauptstadt auf. Wenigstens ist der Augenblick günstig. Okay. Der neueste Zusammenstoß mit den Valutern war wohl nicht genug, um den alten Silver auszubremsen. Seine Truppen sind wieder ausgerückt. Diesmal nach Süden. Ein neuer Krieg. Die große Gwigor verlangt es halt. Blutdurstige Furie, sag ich dir. Wie alle Götter eben. Doch euch könnte die Situation zugute kommen. Ja. Kriege bringen Chaos. An vorderster Front. Wie daheim. Wir haben Mit weniger etwas gefahren, ha? Rückenwind könnten ein paar geschickte Saboteure vollkommen unbemerkt in Oriflams Gassen agieren. Keine Frage. Die Frage ist nur, ob sie überhaupt reinkommen. Der Grenzposten. Ganz genau. Um nach Oriflam rein oder wieder rauszukommen, müsst ihr durch Nordstedt. Aber zum Glück weiß ich, was ihr dazu braucht. Okay. Was? Ach Quatsch, nicht das. Das ist nur ein Zeichen für Madame. Und Aha. Madame kann euch sicher durch Nordstedt bringen. Ich schicke ihr einen Stolas, dann weiß sie Bescheid. Wir kennen uns ewig. Sie ist auf unserer Seite. Bestimmt kommt ihr blendend miteinander klar. Oh ja. Das hoffe ich, aber wer ist diese Madame und wo finden wir sie? Sie Sie ist die findet euch. stolze Besitzerin des verruchtesten Hauses in Nordstedt, Aha. dem Schleier, Oh der Gott. zaubernde Frau, wenn du mich fragst. Bezaubernd. Aha. Hebt Ein dir diesen Freudenhaus, oder Charme wie? besser für Madame auf. Ja. Verrate, dass du keine Details auslässt, wenn du wieder zurück bist. Ah. Okay. Aber ihr solltet ihr euch hier in Sicherheit bringen. Und was ist mit ihm? Ah. Die Kunde aus den Landen. Die Kunde aus den Landen ist jetzt bei Gott hier in der Messe verfügbar. In diesen Berichten der Fluchbrecher findest du Informationen über Aufträge in ganz Valestea. Aha. Ich glaube, ich Das habe schon was. wie. Mal sehen, wo Gav ist. So, dann wollen wir mal. Ah, du bist der Neue, richtig? Ich dachte schon, du hast aus Hier anderen Gründen zu steht's, drüber Treuer geguckt. geben.
dem Versteck treu ergeben, meine ich. Otto hat mir die Aufgabe übertragen, die Berichte unserer Verbündeten durchzugehen und eine Liste der Sachen zu erstellen, um die sich die Fluchbrecher kümmern sollten. Oder wer auch immer sich freiwillig meldet. Ah. Es gibt mehr als genug, um das wir uns kümmern müssen, das verspreche ich dir. Das kennst du aber wahrscheinlich nur zu gut. Mhm. Einem kräftigen Kerl wie dir wird doch sicher ständig Arbeit aufgeschwatzt. Ja, solltest kann man so sagen. Solltest du auch mal in die Liste reinschauen wollen, sag einfach Bescheid. Ja, ja, ich will reingucken. Das eine oder andere kannst du sicher abhaken. Ja. Es soll ja Leute geben, die einfach nur froh sind, helfen zu können. Aber wenn du einen Anreiz brauchst, für diese Aufgaben gibt es auch eine Belohnung. Ach, komm. Willst du mal gucken? Ja. Neue Aufträge finden. Bei Goodiers Kunde aus den Landen finden sich nicht nur Aufträge in ganz Valestea. Von hier kann man auch direkt zum nächstgelegenen Obelisten reisen. Okay. Ah. Ich verstehe. Dann, let's go. Wenn wir schon Nebenquests haben und nicht die Hauptquest weitermachen müssen, dann, Ich verstehe. Moin. Ah, du bist einer von Sids Männern, habe ich recht? Ja. Möchtest du dich ein bisschen bei uns nützlich machen? Ja, deswegen bin ich hier. Worum geht's? Ein paar neue Träger aus Oriflam sind angekommen. Quentin musste tief in die Tasche greifen, damit ihr Besitzer sich von ihnen trennt. Mhm. Das muss ein Unmensch gewesen sein. Die Armen machen keinen Mucks, was ich auch sage. Du machst ihnen sicher nur noch mehr Angst. Haha, ja, gut möglich. Aber vielleicht öffnen sie sich ja einem ihresgleichen. Machen Sie klar, dass sie hier sicher sind. Okay. Ich kann's versuchen. Das reicht mir. Okay. Sag ihnen, sie sind sicher. Und wenn sie etwas brauchen, dann können wir helfen. Ja. Vielen Dank. Sie sind da drüben und ruhen sich zum ersten Mal im Leben aus. Ah, wir stehen direkt daneben, die können dich hören. Die sind nicht taub, die können 2 Meter entfernte Gespräche belauschen. Ne, wenn wir hier ein Gespräch führen, dann hören die das da auf der Bank. Die sind doch nicht dämlich. Hi. Ich weiß, ihr habt das Gespräch mitbekommen, aber ich rede trotzdem nochmal mit euch. Ich höre, ihr seid neu hier. Kann ich euch etwas bringen? Ruhig. Keine Angst. Hier wird keiner fürs Reden bestraft. Ihr seid jetzt frei. Wirklich? Ja. Guck doch mal auf die Wange. Ich habe Hunger. Meine Schwester auch. Wir. Wartet. Ich hole euch was aus der Schenke. Danke. Dauert nicht lang. Ruht euch hier aus. Okay. Wir beeilen uns auch. Dann wollen wir mal. Aber woher wusste der Krämer das? Keine Ahnung, woher soll ich das wissen? So. Kann ich noch einen Schluck haben? Ich bräuchte was. 2 Schüsseln. Was sättigen das? Geht nicht. Das Essen reicht gerade für uns. Wir können nicht auch noch Fremde durchfüttern. Ach, nicht für mich. Nicht für mich. Es ist für 2 neue Träger hier. Oh, vergib mir. Ich sehe das Siegel. Du gehörst zu uns. Ach. Nimm dir so viel Brot und Wein, wie du willst. Du kannst dich einfach bedienen. So, na dann. Wechselt der Ton. Ein Blick auf das Siegel macht's. Aber natürlich. Ich tue, was Quentin befiehlt. Wie wir alle. Und er legt Wert darauf, dass es den Neuzugängen an nichts fehlt. Gut. Deine Kameraden haben Hunger. Nimm dir hier was und bring es ihnen. Ja. Dann wollen wir mal. Brot und Wein. Ich hoffe, davon werden sie satt. Hoffe ich auch. Dann rennen wir mal zurück. Ich bin schon unterwegs. Aber bitte nicht verschlucken, bitte. Ja? Das ist, Hast du das gesehen? Dieser Träger hat offen gesprochen. Ach. Was geht an diesem Ort nur vor? Hier.
Brot und Wein aus der Schenke. Ich hoffe, ihr mögt das auch. Für uns? Wirklich? Ja, klar. Oh. Aber nicht mal schlucken. Es geht schnell. Na, besser? Frisches Brot. Noch nie in meinem Leben. Das, ja. Das muss doch ein Traum sein. Wir sitzen und wir essen, ohne gestraft zu werden. Ja, ich kann es nicht fassen. Oh. Wenn ihr wieder Hunger habt, fragt in der Schenke. Keine Scheu. Danke. Für alles. Danke. Ach, dafür doch nicht. Das war doch nun wirklich... Nö, das ist doch wirklich nicht viel. So, da hinten ist auch noch eine Quest. Nichts Böses, versprochen. Niemals wieder. Ja. Dafür seid ihr ja hier. So, da hinten haben wir auch noch was. Juhu! Bin unterwegs! Quinten wird mir niemals verzeihen, wenn die Ernte verdirbt. Okay. Hi! Ich will keinen Ärger! Gibt's doch auch nicht. Moment, das... Aha, Gwigor, sei Dank! Du trägst den Gehängten! Ich hielt dich für einen Räuber. Aha. Wo ich es besser weiß, könntest du mir helfen? Im Weinberg Kielbrücks ganzem Stolz hat sich ein großer Schwarm Wespen eingenistet. Und du brauchst jemanden, der sie vernichtet? Ganz genau. So weit weg vom Wald sind sonst keine, schon gar nicht so wilde. Der süße Duft muss sie angelockt haben. Wen wundert's? Wenn die Biester sie nicht wegfressen, wird das die beste Ernte aller Zeiten. Okay. Ich wollte sie verscheuchen, aber von mir ließen sie sich nicht einschüchtern. Von mir schon. Und wenn die Trauben nicht bald gekeltert werden, macht Quinten mich einen Kopf kürzer. Ja, das glaube ich. Du scheinst mir kampferprobt zu sein. Würdest du einem Kameraden helfen? Bitte. Ja, klar, natürlich helfen wir. Damit ich meine Arbeit tun kann. Klar, natürlich machen wir das. Na gut. Wird erledigt. Oh, danke. Du findest die Wespen auf Grotons Hof am Dorfrand. Kennen wir. Kielbrück braucht den Wein. Ja, ist ja in Ordnung. Okay. Ach, ihr seid auch hier. Ich wollte doch sagen, ich habe dich doch gesehen. In der Ecke sitzend. Genau, okay. Dann laufen wir da schnell eben rüber. Aber woher wusste der Krämer, dass er... Tja, da wollen wir jetzt auch hin. Nicht schon wieder rüben zu. Naja, dann wollen wir mal. Vorne sollen die sein. Nochmal schnell mal eben rüber. Das muss der Weinberg sein. Mhm. So ein paar Wespen sind schnell erledigt. Ja, doch. Na komm, her. Du weißt, was zu tun ist.
Ach, verdammt. Ein bisschen zu viel Zeit gelassen. Ja, ist ja gut. Ich wollte gerade eine andere Taste drücken. Du weißt, was zu tun ist. Ja. Das hätten wir. Okay. Das waren wohl die letzten. Quentins Mann wird sich freuen. Ja. Warte mal. Wir können aber auch noch mal was machen. Machen wir das denn? Ah. Ach Mann, ich wollte was anderes machen. Ah, okay, da hatten wir was anderes drin, ne? Was hatten wir denn da vorher drin? Ja, hier, ne? Oder? Deswegen war das auch so schnell weg. Nee. Okay. Ja, damit werden wir noch mal ein bisschen rumexperimentieren. Und gucken, was wir dann so haben. Werden brauchen. Tun. Nö. Müssen wir uns dann entscheiden, was wir da nehmen. Ah ja. Oh ja. Sag das doch. Bitte nicht schon wieder Rüben zu machen. Okay. War der Alarm. So. Aber ist jetzt nicht wichtig. Um die Ernte brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen. Ah, danke. War nämlich nicht der Alarm. Nicht auszudenken, was mir sonst geblüht hätte. War ein anderer Alarm. Das hast du dir verdient. Unser Na, manchmal muss man sich ja auch... ist bei Kennern beliebt und wird für einen stattlichen Preis gehandelt. Alarme setzen, beziehungsweise mit dem Wecker Erlös setzen. Sorgen wir hier für volle Bäuche und halten uns die Kaiserlichen vom Leib. Quentin kam auf die Idee mit dem Wein. Er wollte Trägern Arbeit verschaffen, ohne sie in Gefahr zu bringen. So, das scheint er erreicht zu haben. Ja. Zumindest jetzt. Ich lasse ihn von deiner guten Tat wissen. Und sobald der Wein bereit zum Genuss ist, trinken wir ein, zwei Gläschen auf dein Wohl. Okay. Ja. Okay. Gut, dann gehen wir mal wieder. Ne, Torgal? Ja, gut, ist ja in Ordnung. Ich streichel dich. Das gefällt dir. Oh, süß. Okay. Dann wollen wir mal wieder zurück. Ach. Hätten wir so. So kann man die Weltkarte öffnen. Okay. Ach, wir können auch gleich dahin, ne? Na gut, dann gehen wir gleich mal dahin. Wenn wir die Quest schon sehen. Okay. Ach, da vorne. Dann wollen wir mal. Ah ja, hier. Banditen, das war's mit uns. Dein Gesicht kenne ich doch. Du gehst Martha zur Hand. Mhm. Hilf uns, ich bitte dich.
Klar. Wobei. Banditen im goldenen Federbett spielen sich auf mit ihren Schwertern. Die bringen noch jemanden um. Als sie reinstürmten, bin ich zur Hintertür raus. Ich hätte nicht... Ich... Oh, bitte, hilf ihnen. Okay, machen wir. Schon gut. Ich kümmere mich darum. Hab Dank. Wie viele waren es? Ich war weg, bevor ich zählen konnte. Ist in Ordnung. Aber das waren richtige Verbrecher. Sieh dich da drin vor, hörst du? Ach, wir kriegen das hin. Wir kriegen das schon hin. Na los. Kommt ihr zwei. Goldenes Federbett. Auf dem paar Kupfermünzen hier kann ich nicht schlafen. Ach. Oh, das ist ja eine hübsche Klinge, Freundchen. Ist doch aber bestimmt schwer. Die werden wir dir mal abnehmen, ja? Ah ja, jetzt sehe ich schon. Den zeig ich's. Ich will dieses Schwert. Tja, kriegst du aber nicht. Wenn wir nicht mit ein paar kleinen Dieben hier zurechtkämen, ha? Siehste, Banditen bezwungen. Na, geht doch. Na? Von meinem Schwert lass dir schön die Finger. Da ist er ja, der Retter des goldenen Federbetts. Hi. So eine Frechheit traut sich dank dir so schnell niemand mehr, Clive. Ein Glück, dass du zur Stelle warst. Ja, ich hab das mitbekommen und dann aber gleich. Feiglinge hätten das niemals gewagt, wenn ich hier gewesen wäre. Tja. Warst du aber nicht. Hast du nicht gesagt, die Taverne wird bewacht? Die Blutbeile passen hier eigentlich auf, ja. Wenn sie nicht gerade woanders für Ruhe sorgen. Überall können sie leider nicht sein. Das Kaiserreich hat zwar das Sagen, aber auf uns aufpassen müssen wir selbst. Wenn die Blutbeile und ich nicht wären, würden die Händler einen großen Bogen um diese Gegend machen. Verstehe. Ah ja. Dann erweist du Rosaria einen großen Dienst. Das hast du heute aber auch getan. Du bist richtig zu was zu gebrauchen. Ja. Ach, geht schon in Ordnung. Und wenn du das nächste Mal vorbeikommst, gibt's ein Getränk aufs Haus. So, bis es hier wieder einigermaßen aussieht, ist viel zu tun. Du gehst besser los, bevor ich dich zum Wischen verdonner. Ja. Wischen ist jetzt nun wirklich nicht meins. Ich wische höchstens mal den Boden mit den Gegnern auf. So, dann machen wir mal. Nö. Klar, natürlich. Immer. Hier war aber nichts mehr, ne? Es war nur das, genau. Okay, dann gehen wir mal zurück zum Versteck. Das ja auch in Gefahr ist, aber das nimmt ja keiner ernst. Wir wurden verfolgt. Ich habe jetzt schon Panik vor. Warte mal, wo war der Typ? Der war hier drin, ne? Ja, da ist er. Willst du mal gucken? Ach, schade. Bestimmt bald was Neues rein. Ja, bestimmt. Hoffe ich doch. Tung ist ja vielseitiger als gedacht. Lass mich mal reingucken. Alter Mann, euch dienen. Lass mich noch mal reingucken. Ja! Also das hier werdet ihr sicher sehr interessant finden. Okay. Das Kontinentalabkommen, ein internationales Abkommen, das vor mehreren hundert Jahren geschlossen wurde. Es legt Regeln zur Behandlung von Trägern, eine gemeinsame Währung und eine universelle Zeitrechnung für Valistea fest und errichtete damit die Eckpfeiler für die heutige Gesellschaft. Was der Großteil der Menschheit als einen Neuanfang feierte, besiegelte das Schicksal all jener, die vom Segen der Magie verflucht waren. Träger wurden fortan durch Brandmale gekennzeichnet und bekamen den Status von Nichtmenschen. Ja, da war was. Der Begründer. In den frühen Jahren nach dem Fall von Zemeckis herrschten Angst und Unsicherheit.
Um den Zorn des Himmels nicht weiter auf sich zu ziehen, gingen die wenigen Überlebenden auf Wanderschaf, verschmähten jegliche Magie und lebten jahrzehntelang im Verborgenen. Amman jedoch wurde dieses Lebens müde, wenn man es denn überhaupt ein Leben nennen konnte. Er sagte seinen Mitmenschen Lebewohl und erklomm einen grünen Hügel über einem Wald aus Buchen und Erlen. Hier errichtete er aus Steinbrocken einen bescheidenen Unterschlupf für die Nacht. Am nächsten Morgen zog er nicht weiter, wie es in seinem Volk Brauch geworden war, sondern sammelte mehr Steine und machte aus seinem Unterschlupf eine Behausung. Er setzte seine Arbeit fort, tagelang, wochenlang, bis daraus schließlich ein behagliches Heim wurde. Am Anfang mieden ihn vorbeilaufende Wanderer und verurteilten ihn für seinen Hochmut. Doch sein Werk wuchs weiter. Aus einem Gebäude wurden zwei, dann drei, bis er eine ganze Siedlung gebaut hatte. Die Leute verweilten und bewunderten sein Schaffen und schon bald gesellten sie sich zu ihm auf den Hügel, sammelten selbst Steine und bauten sich ein neues Leben auf, ein neues Schicksal. All das vollbrachten sie ohne Magie oder Maschinen, ohne Gaben oder Segen. Sie verließen sich nur auf ihre Hände, ihre Stärke, ihren Willen und aufeinander. Aus der Siedlung wurde ein Dorf, aus dem Dorf eine Stadt und aus der Stadt ein Reich. Eines Tages starb der Mann, so wie es jeden Menschen bestimmt ist. Doch diejenigen, die er zurückließ, hielten sein Vermächtnis am Leben und setzten es fort. Wenn auch sein Name mit der Zeit in Vergessenheit geraten ist, so lebt doch sein Geist in den Herzen der Rosarier weiter, bis heute. Die Legende des Begründers. Moss der Chronist. Ja, ist ja gut. Meine Güte, wo ist denn das Telefon? Hab ich nur auf Schlummern gestellt, ha? Ist aber nervig. So. Okay. Wenn ihr eine Frage habt, werde ich sie gern beantworten. Ja, geh nochmal kurz durch. Einmal ganz kurz. Nee. Ja. Ah, da haben wir auch noch jemanden. Die Madame, die wir noch nicht kennen. Ja. Okay. Was haben wir hier? Ah ja, auch wieder viel. Ganz viel. Irgendwas ist da noch? Ja. Okay, jetzt haben wir es aber. Euer Wissensdurst ist gestillt. Ja, doch. Kann ich vielleicht ja. Irgendwas helfen? Okay, ich würde sagen, dann können wir jetzt die Hauptquest weitermachen. Clive, richtig? So. Hi, Gav. Schnell, schnell. Bloß nicht trödeln. Ach, wir trödeln doch nicht. Nur befehlen. Witzig, dachte, du wärst anders drauf. Ach. Tja, du färbst halt auf mich ab, Gav. Hä? Ja. Ja. Ein schöner Tag für etwas Unfug, meint ihr nicht? Ja. Gehen wir zu viert? Zu fünft? Jeff wird zu Hause bleiben. Oh. Also nur wir drei. Vier. Wachenkopf ist das Stück von San Breck. In Oriflam herrscht Chaos, aber mit einer Armee können wir doch trotzdem nicht anrücken. Je weniger wir sind, desto weniger fallen wir auf. Oh, Jeff wäre gerne mitgekommen, ha? Huh? Und falls es doch schief geht, dann haben wir noch unsere Esper. Ja. Sid, es tut mir leid. Ich fürchte, Ifrit kommt und geht, wann er will. In der Regel sollte dir das Erwecken keine Schwierigkeiten machen. Hm. Jedoch wäre das nicht die erste Abweichung. Ach, ja. Wenigstens hat er noch den Segen des Phönix, oder? Und die Macht, die er Garuda abgezwackt hat. Ja. Und hab ich dir erzählt, er war einst der stärkste Schild in Rosaria. Ja. Weißt du, zur Not kann er sich bestimmt auch allein aus der Hauptstadt herauskämpfen. Definitiv. Lassen wir es nicht drauf ankommen. Getrennt werden wir weniger Aufmerksamkeit erregen. Wir treffen uns in Nordstedt in ein paar Tagen. Ja. Na dann? Benehmt euch, ja? Klar. Ja. Wolltest du was sagen, Jill? Na, ich lasse das Verstecken ungern allein. Vor allem, weil wir ja wissen, dass ein Hinterhalt geplant ist und... Ne? Aber wir müssen nun mal los.
Die Hauptstory will es. Die Hauptstory hat uns ja schon ein paar Mal in unschöne Situationen gebracht. Sagen wir es mal so. Also, wir treffen uns in Nordstedt. Hoffentlich dauert es nicht so lange, diese Madame zu finden. Nein, glaube ich nicht. Aber woher wusste der Krämer, dass seine Tochter... Wo müssen wir denn lang? Da kommen wir, glaube ich, auch hoch, ne? Warum sind wir nicht... Ah, egal. Gehen wir einmal hier hoch. Aber es wahrscheinlich eine andere Richtung ist, ne? Naja. Sehen wir mal neue Gebiete, ha? Huh? Kopfhörer spinnt schon wieder. Ist es jetzt sicher nach Nord- ich brauche dringend mal neue. Okay. Dann let's go. Hier drüben. Nicht dein Tag. Fast, Torgal. Da, Boss. Ja. Mensch. Guck doch mal hier. Wo ist denn Jill? Oder reisen wir alleine? Also wirklich allein. Mit Torgal. Anscheinend. Das war wirklich ernst gemeint, dass wir alleine reisen. Huch. Das wird nicht einfach. Du weißt, was zu tun ist. Ja, fast, Torgal. Zu langsam. Ja. Du weißt, was zu tun ist. Ja. 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 Fast, Torgal. Ja. Knapp vorbei. Knapp zu dir. Man merkt irgendwie, dass Still nicht da ist, ne? Nein! Ich wollte gerade was ausprobieren und dann macht er wieder so einen Scheiß. Ich muss erstmal wieder reinfinden. Ah ja, so war das. Ja, wir haben ihn. Ich muss mal wieder ein bisschen reinkommen. Ha? Lange nicht gespielt. So, und die Kiste haben wir auch. Das ist sehr schön. Wo müssen wir denn lang? Wir sind ein bisschen vom Pfad abgekommen, ha? Noah, ist ja nicht schlimm. Okay, dann sind wir tatsächlich nur zu zweit unterwegs. Schade, ich habe mich so an Jill gewöhnt. Ihre Gegenwart und so, ne? Joa. Naja. Immerhin ist Torgal noch da. Ist ja schon mal etwas. Na dann. Außerdem in den wichtigen Situationen kommt Ifrit ja dann doch. Es halt nur nicht in den kleinen Kämpfen. Vielleicht ja irgendwann, aber... Dort. Nordstedt.
Ja, wir nehmen trotzdem noch ein paar Sachen mit. Oh, wie süß. Oh, das war ja niedlich. So, hier haben wir auch noch was. Oh, die sind auch eigentlich niedlich. Na, komm mal. So. Ja, Stufe. Einmal aufgelevelt. Das gefällt mir immer am meisten. Wenn wir so richtig schön aufleveln. Warte mal, haben wir gleich wieder. Haben wir gleich wieder. Ich glaube noch zu wenig, ne? Hier hätten wir was. Ich fühle es zu wenig, okay. Das sind alles Fähigkeiten, die werden wir dann wahrscheinlich eh nicht nutzen. Aber ich mache es trotzdem mal. Nur damit wir sie da haben. Oder so ähnlich. Von einem Bordell in Nordstedt habe ich schon gehört. Ah ja. Aber das war nördlich vom Grenzposten. Aha. Na dann. Es ist noch gleich in den Pastel. Gib mir einen frischer Fisch. Heute Morgen gefangen in... Oder Lust auf einen edlen Tropfen? Wir haben das Recht, alle verbotenen Gegenstände zu beschlagnahmen. Wo muss ich denn hin? Da komme ich noch nicht hin. Ah ja, hier haben wir schon mal. Hier ist eine Händlerin. Einen wunderhübschen Tag noch. Ja, dir auch. Ah, da vorne. Juhu, hallo. Seid ihr Madame? Habt ihr einen Moment? Einen Moment? Glaubst du, dass du dir so viel Zeit mit mir leisten kannst? Träger? Mein Fehler. Nein, meiner. Wenn ich es mir recht überlege, riechst du nicht wie ein Träger. Dieser Duft. Otto wusste schon immer, wie man mich verwöhnt. Ganz im Gegensatz zu Sid. Denkst du, du kannst mich verwöhnen? Clive? Oh, jetzt kennst du auf einmal seinen Namen. Ihr seid Madame. Überlassen wir solch unpersönliche Anredeformen meinen gewöhnlichen Kunden. Okay, dann Name. Für dich bin ich Isabel. Otto hat mir versichert, ich kann dir vertrauen. Ja. Das kann ich doch, oder? Klar. Natürlich könnt ihr das, aber... Warum solltet ihr... Dir helfen? Weil wir das nun mal tun. Vor langer Zeit war Sid der Einzige, der mir eine rettende Hand reichte. Okay. Das habe ich niemals vergessen. Ohne ihn wäre ich heute nicht, wer ich bin. Daher sehe ich zu, ebenfalls zu helfen, wenn ich es kann. Das klingt doch mal gut. Und so sind wir zwei hier. Ja. An der letzten großen Hürde. Zwischen dir und dem, was auch immer du in der Hauptstadt suchen magst. Ja. Ich bezweifle stark, dass ein Träger unversehrt an den Grenzwachen vorbeikommt. Mhm. Es sei denn... Es sei denn was? Du wärst ihr Träger. Es sei denn, er ist in Begleitung seiner Besitzerin. Ja. Ja. So wird es bestimmt gehen. Glaube ich auch. Im Gegenzug will ich auch etwas von dir. Ach, damit wäre ich nicht
Damit hätte ich nicht gerechnet. Natürlich. Huch. Ja, der Timer hat auch gerade gebimmelt. Was soll ich sagen? Nö. Nee. Das klären wir beim nächsten Mal. Ja. Jill ist aus dem Team. Naja. Ansonsten hätte das ja auch nicht funktioniert mit von wegen, sie ist die Besitzerin, bla bla bla. Aber ich würde sagen, wie gesagt, das machen wir beim nächsten Mal. Ne? Dann schauen wir mal weiter. Wir sehen uns hoffentlich auch wieder. Bis dann. Bye. In den Chroniken des Moss steht geschrieben, dass Valisthea vom Licht der Mutterkristalle gesegnet worden war. Und jenes Licht unsere Ahnen letztlich aus der Dunkelheit führte. Doch sein Strahlen erweckte auch ein Verlangen. Ein Verlangen, das uns stets zurück in den Schatten der Kristalle lockt. Und so begann unsere Reise.